Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich möchte zu drei Themen reden: die laufenden Sondierungen der sogenannten Jamaika-Regierung, die herausgekommenen Informationen der Paradise Papers, der Paradiespapiere, wenn man es besetzen will, für Steuersünder, und drittens der Proteste im Sinne der Klimagerechtigkeit. Zunächst zu den Jamaika-Sondierungen. Diese Woche ist sozusagen die Woche der Wahrheit. Wird sich zeigen, ob es gelingt, dass sich die verschiedenen Beteiligten zusammenraufen. Nach allem, was wir von den Sondierungen erfahren haben, muss man sagen, diese Regierung wird, so sie denn zustande kommt, eine Regierung der Leerstellen sein. Dazu gehört, dass der Kampf gegen Armut eine Leerstelle ist. Dazu gehört, dass der Einsatz gegen die Diskriminierung und Benachteiligung des Ostens eine Leerstelle sein wird. Und dazu gehört, dass Jamaika wahrscheinlich vor allem eine Regierung der Reichen sein wird. Und wenn wir uns anschauen, was bisher öffentlich geworden ist, zum Beispiel im Bereich der Außenpolitik, so fällt doch eins auf. Zu vielen globalen Herausforderungen hat diese Sondierungstruppe bisher überhaupt nichts zustande bekommen. Der einzige Punkt, wo man sich offensichtlich einig ist, ist folgender: dass mehr Geld in Rüstung und Militär fließen soll. Ja, was für ein trauriger Konsens, wenn die einzige Gemeinsamkeit darin besteht, mehr Geld in Rüstung zu versenken. Und das, obwohl es noch keine Verständigung gibt, dass man mehr Geld in Bildung steckt, mehr Geld in den Kampf gegen Armut steckt, dort, wo es nötig wäre. Ich bin der Meinung, diese Gesellschaft, diese Welt braucht nicht mehr Geld in Rüstung, sondern stattdessen eine Abrüstung, und zwar mit aller Entschiedenheit. Die bisherigen Ergebnisse der Sondierung zeigen auch, dass der Begriff Jamaika ganz offensichtlich ein falscher Name ist. Denn Jamaika, das erinnert eher an Entspannung, schönes Wetter und Sonnenschein. Aber das, was dort rauskommt, ist einfach nur mehr Rüstung, Steuergeschenke für Reiche, eine Politik für die Reichen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir sollten also anstatt von Jamaika wahrscheinlich eher von einer Regierung der Reichen sprechen oder sie schlichtweg eine aggressive Mitte-Rechtsregierung nennen. Zu den Paradise Papers. Diese Papiere über Steuerbetrug zeigen einmal mehr, dass die soziale Ordnung ungerecht ist, bankrott ist und kaputt. Die wahre Parallelgesellschaft und die teuerste Parallelgesellschaft ist die der Steuerbetrüger im großen Stil. Schon in der Großen Koalition war der Finanzminister Schäuble jemand, der seine Hand schützend überreiche Steuerbetrüger gehalten hat. Und nun mit Jamaika oder mit der Regierung der Reichen erhebt ja die FDP den Anspruch auf das Finanzministerium. Also womöglich wird sogar Wolfgang Kubicki Anspruch auf das Bundesfinanzministerium erheben. Und dazu muss man wissen, mit Wolfgang Kubicki wird er eine Schlüsselperson eines der größten Steuerbetrugsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte, das Sagen im Finanzministerium haben. Denn Kubicki vertritt anwaltlich den Herrn Hanno Berger, übrigens ein FDP-Parteifreund. Und das ist der Erfinder der Cum-Ex-Steuerbetrug. Steuerdeals, also der, wo innerhalb weniger Jahre dem Staat 12 Milliarden Euro Steuereinnahmen gestohlen wurden, einfach indem man sozusagen die Dividenden mehrfach vom Finanzamt erstattet bekommen hat. Wenn nun die FDP-Kubickis im Finanzministerium das Sagen hat, dann ist davon auszugehen, dass diese Regierung ein Schweigekartell für Steuerbetrug im großen Stil wird, oder anders gesprochen, die sogenannte Jamaika-Regierung droht, aus Deutschland ein Paradies für Steuerbetrüger zu machen. Wir als Linke sagen klar, was es braucht, ist eine stärkere Kontrolle. Es braucht mehr, die Steueroasen müssen ausgetrocknet werden, und wir brauchen mehr Betriebsprüfer. Erinnern wir uns daran, diese ganze Cum-Ex-Betrug ist überhaupt erst an die Öffentlichkeit gekommen, weil eine Sachbearbeiterin die ganze Sache komisch vorkam und sie der Sache auf den Grund gegangen ist. Abschließend zu einem erfreulichen Ereignis, auch wenn der Hintergrund sehr ernst ist. Am Wochenende hat eine große Demonstration stattgefunden, auch angesichts der Klimakonferenzen und Verabredungen. 25.000 Menschen sind auf die Straße gegangen, 4.500 waren bei Ende Gelände direkt vor Ort aktiv. Die Linke war überall gut vertreten, auch bei Ende Gelände, unter anderem mit Sabine Leidig, unserer neuen Beauftragten für soziale Bewegungen in der Linksfraktion. Die Menschen waren auf der Straße im Sinne des Klimaschutzes, während in den Jamaika-Sondierungen ja ganz klar auf die Bremse getreten wird beim Klimaschutz. Da ist zum Beispiel von der FDP solche Sprüche zu hören wie: die Energiewende wäre eine reine Deindustrialisierung des Landes. Also man muss schon sagen, wenn es um Klimaschutz geht, da macht die FDP hier Politik im Stile von Trump, nur mit einem schmaleren Jackett.
Und wer so auftritt, der versündigt sich einfach an der Zukunft des Landes und an der Welt. Ich sage ganz klar, wir brauchen keine Verwaltung des Weltunterganges, sondern wir brauchen die Verhinderung des Weltunterganges. Und das heißt, wir müssen den Klimaschutz in aller Dringlichkeit in Angriff nehmen. Konkret bedeutet das für uns, wir müssen raus aus der Braunkohleverstromung. Unsere Position ist ja klar, bis zum Jahr 2035 muss das letzte Kraftwerk dann vom Netz gehen. Wir müssen aber schon eher damit anfangen, mit den größten Dreckschleudern. Zum Zweiten müssen wir rein in die Energiewende, das heißt dezentral, und die muss natürlich sozial abgefedert werden. Und wir müssen rein in die Verkehrswende. Beim Klimaschutz können wir es uns einfach nicht leisten, auf Zeit zu spielen.